Hallo Leute und herzlich willkommen zum nächsten Adventskalender-Türchen. Und heute haben wir schon Türchen Nummer 19 an der Reihe. Und auch heute habe ich mir was Kleines für euch vorbereitet. Und ja, ich würde sagen, ohne groß rumzureden, geht dann direkt schon los mit dem 19. Adventskalender-Türchen. Viel Spaß damit. Und heute habe ich mal wieder ein kleines Tutorial für euch vorbereitet. Und zwar wird das ein kleines Pferd-Geschwindigkeitsmesser werden. Und wie das funktioniert, das zeige ich euch jetzt einmal. Und da brauche ich mal kurz mal ein paar Blöcke. Und die brauchen wir hier so dran. Ich mache mal so ein paar Blöcke einfach so, ne? Ein bisschen bis hier so. Und dann machen wir hier auch noch eine Reihe dran. So. Ja. Und dann brauchen wir Rubber Blades und Redstone und Fence Gates. Und dann machen wir jetzt die Rubber Blades hier dran und hier zwei Redstone. Dann finden wir einfach die die Zauntore einfach hier dran, so die Blöcke, geibische Blöcke natürlich. Und dann ziehen wir einfach das jetzt hier Redstone einfach hier so einfach so dran. So. Und was wir jetzt machen müssen, ist nochmal hier ein ja, einfach noch so ein paar Blöcke so drauf oben dran platzieren, wo ihr dann folgendes macht und sein dafür und zwar macht ihr einfach hier eine 1 dran, zum Beispiel hier eine 2, hier eine 3, hier eine 4, hier eine 5 halt, ne? Ups, hier eine 5 und halt so weiter halt, ne? Und jetzt könnt ihr da einfach schon ablesen, wie schnell euer Pferd einfach ist. Weil Pferde sind ja unterschiedlich schnell. Ein Pferd ist zum Beispiel langsamer, der andere viel, viel schneller. Und so kann man einfach messen, wie schnell euer Pferd ist. Und da habe ich bestimmt hier so ein paar Pferde irgendwie. Zum Beispiel der Donkey hier. So kann ich mal reiten. Dann sattelt. Sattel, komm mal her, und dann gibt es mal einen Sattel. Beim Mule eigentlich. Und dann fahren wir hier zu dieser Plattform hin. Und jetzt laufen einfach die Druckplatten zu. Die gehen jetzt alle auf und jetzt halten wir hier durch. Und wo wir stehen bleiben, wird einfach gemessen, wie schnell wir sind. Also zum Beispiel jetzt mal 6, 7, 8. Also 8. Also ich würde sagen, wie halt. Ja, 8 halt schnell so ungefähr halt, ne? Ich weiß, 8 km/h oder so halt, ne? Und dann können wir einfach hochspringen wieder und einfach hier rausspringen und dann zum Beispiel auch ein nächstes Pferd schnappen. Weiß nicht, ob irgendwo noch ein Pferd irgendwie was gezähmt ist. Irgendwo. Was ist gezähmt? Nö. Ich hab so wenig Pferde hier einfach, ne? Zum Beispiel das hier nehmen. Der Esel zum Beispiel. Soll ich, wo hier eine ist. Naja. Egal. Lol. Okay. Dann mache ich mit Esel hier durch und dann. Und dann. Sind wir nur 6 km/h zum Beispiel schnell. Und ich finde, dass das eine ziemlich coole Sache ist. Und, ja, sehr, sehr cool. Sehr, sehr coole Sache. Könnt ihr ganz, ganz einfach nachbauen, so halt, ne? Und, ja, können wir noch auch noch abbauen hier. Einfach hier zwei Druckplatten dran, die mit Redstone verbinden, einfach Zauntor dran setzen und dann könnt ihr. Besser drauf ziehen und dann Schild drin platzieren. Und dann könnt ihr überprüfen, wie schnell euer Pferd ist. Das ist eine coole Sache und ja, das ist gewesen von diesen Arbeitskollektürchen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst eine positive Bewertung da. Abonnieren vergessen und tschüss.